Das PCGH-Ratgeber-Team ist im Homeoffice nicht nur am Zocken, sondern hat sich dieses Mal Gedanken gemacht, wie ein Gaming-Rechner für rund 3000 Euro aktuell aussehen könnte. Kleine Vorwarnung vorab, nach wie vor sind die Hardware-Komponenten zum einen schwer verfügbar und zum anderen teilweise unverschämt teuer. Berücksichtigt dies also, falls ihr mit eurer neuen PC-Konfiguration nicht noch ein paar Monate warten könnt und dringend einen Homeoffice-Spiele-PC benötigt. Das Highlight unserer 3000-Euro-PC-Empfehlung ist die bis dato schnellste Radeon-Grafikkarte mit der Bezeichnung Radeon RX 6900 XT. Aktuell sieht hier die Verfügbarkeit besser aus als bei der GeForce RTX 3080, die aktuell praktisch nicht zu bekommen ist. Die RTX 3080 wäre eigentlich die bessere Grafikkarte gewesen und ist nur durch die 10 GB Speicher im Nachteil, während die RX 6900 XT auf 16 GB setzt. Im PCGH-GPU-Leistungsindex kommt die Radeon RX 6900 XT auf 86% und wird knapp von der GeForce RTX 3080 geschlagen. Diese erreicht nämlich 3 Prozentpunkte mehr. Sollten die nächsten Jahre viele speicherhungrige Spiele auf den Markt kommen, kann sich dies natürlich zugunsten von AMD ändern. Beim Prozessor empfehlen wir den AMD Ryzen 5800X, der im PCGH-CPU-Index Platz 3 mit 86% belegt. Davor befinden sich der 5900X mit 93% und der 5950X mit 100% Leistung. Letztgenannter ist aber mit rund 1000 Euro auch doppelt so teuer wie der 5800X. Als CPU-Kühler empfehlen wir einen Be Quiet Dark Rock 4 und wer an dieser Stelle noch etwas Geld übrig hat, greift gleich zur Pro-Variante. So viel CPU- und GPU-Leistung kostet natürlich auch viel Strom. Um hier keine Abstürze zu riskieren, sollte es gleich ein 850-Watt-Netzteil sein. Das Be Quiet Straight Power 11 mit 135 mm Silent Wings 3 Lüfter ist dabei unsere erste Wahl, zumal dieses Modell in diesen Zeiten auch besser lieferbar ist als viele andere Modelle. Auf eine klassische HDD würden wir zugunsten der Lautstärke und Performance verzichten. Bei den PCI Express 3.0 SSDs bekommt die Samsung 970 Evo Plus unsere Empfehlung. PCGH hat hier die Note 1,73 vergeben. Diese SSD gibt es mit bis zu 2 Terabyte. In unserem Beispiel-PC nehmen wir die 1 Terabyte Variante. Was den Arbeitsspeicher angeht, empfehlen wir 32 GB DDR4 3200. Die Module von G-Skill sind hier besonders preiswert. Beim Mainboard macht man mit dem bezahlbaren ASRock X570 Pro 4 wenig falsch. Verbaut werden alle Bauteile in diesem Video im schicken Be Quiet-Gehäuse PureBase 500DX mit Glasfenster. Durch einen Knopf an der Gehäuseoberseite könnt ihr verschiedene LED-Effekte einstellen. Wie handhabt ihr das aktuell eigentlich mit Hardware-Upgrades? Uns interessiert eure Meinung in den Kommentaren. Bevor ihr gleich epische Spiele-Szenen zu sehen bekommt, gebt uns doch einen Daumen nach oben, falls euch dieses Videoformat wenigstens ein bisschen gefällt. Cyberpunk 2077 wurde für Nvidia-Fanboys, Grafikkarten optimiert, wie schon das Nvidia-Logo nach dem Spielstart bestätigt. Raytracing lässt sich derzeit im Menü mit unserer Radeon RX 6900 XT nicht aktivieren, obwohl dies technisch auch mit den neuen Radeon-Grafikkarten möglich sein sollte. Irgendwann, also hoffentlich noch in diesem Jahrzehnt, soll ein Patch Abhilfe schaffen. Umso spannender ist die Frage, wie das Spiel auf der AMD-Karte in der Ultra-Voreinstellung läuft. Entscheidend ist dabei vor allem die Auflösung. In Ultra-HD haben wir 3 Spieleszenen ausprobiert und hier bewegen wir uns meist zwischen 35 und 50 FPS. Man kann das Spiel also problemlos in 4K spielen, während Konsolenzocker es nicht mal mehr im PlayStation Store kaufen können. In WQHD messen wir dagegen Frameraten von etwa 75 bis 105 FPS. Im 3D-Mark liefert der TimeSpy-Benchmark 17.054 Punkte. Im Firestrike Ultra-Test sind es übrigens 13.572 Punkte, falls ihr mit den PCGH-PCs vergleichen möchtet. Der hier vorgestellte PC kann bei Dubaro auch als Komplett-PC bestellt werden. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vor dem Kauf bei Dubaro können übrigens Änderungen bei den Bauteilen vorgenommen werden.
Eine pinke Lackierung ist zwar nicht möglich, aber wer beispielsweise mehr Arbeitsspeicher oder eine größere SSD haben möchte, kann die Basiskonfiguration seinen Wünschen anpassen. Im Benchmark von Assassin's Creed Valhalla mit extrem hohen Einstellungen kommen wir in Ultra HD auf durchschnittlich 63 FPS. Zum Vergleich, unsere PCGH-Ratgeber-Empfehlung für 2000 Euro mit identischem Prozessor und einer RTX 3070 kommt auf 44 FPS. Noch mehr Infos zum perfekten Gaming-PC für 3000 Euro gibt es unter pcgh.de/gaming-pc-3000.